in der Wirtschaft gibt es ja auch eine Regelung. Also in der Regel, zumindest also bei Führungskräften, die haben in der Regel schon die Möglichkeit, auch Nebeneinkünfte und Nebentätigkeiten zu schaffen, aber sie müssen es angehen. Ja, wollen Sie denn einen Politiker zum Beispiel verbieten, ein Buch zu schreiben? Ja. Das kann sein, dass Sie mit dem Buch nichts verdienen. Dass Sie das sogar noch was kostet. Nein. Es kann aber auch sein, dass Sie einen Bestseller schreiben, der einfach so reinhaut, ja, wo Sie einfach locker mal 20.000 Euro mitmachen. Wollen Sie das ernsthaft als Nebentätigkeit vernehmen? Ich würde das nicht wollen. Ich frage auf der anderen Seite, wenn er in verschiedenen Aufsichtsräten drin ist, so also im Bereich Wirtschaftsausschuss oder als Wirtschaftsminister. Und da konkurriert ja einmal, wie gesagt, der Bereich Volksvertretung und zum anderen der Bereich Wirtschaft. Ja, Einkaufschips. Möllemann. Da hatten wir ja schon was. Aber da sind die Selbstreinigungskräfte der Gesellschaft doch gut genug. Sie werden doch da an der Stelle, also irgendwann kriegt das doch jemand mit. Irgendjemand kriegt da jemanden, also spätestens der politische Gegner, der es am Journalisten durchsticht und dann ja, aber hat man den Salat. Wie lange war der ein oder andere mit im Rennen? Ich vermute eher, es interessiert niemanden. So richtig. Ach, es gibt eine gemeinnützige Organisation namens Lobby Control, die den ganzen Tag nichts anderes machen, als solche Fälle aufzugreifen und dann, um auch da mal aus dem Nähkästchen zu plaudern, natürlich rufen die uns Journalistinnen und Journalisten an. Dann rufen die mal bei Frontal 21 an und mal bei Monitor und mal beim Team Wahlraff oder so. Also es gibt schon auch da gesellschaftliche Kräfte, die sich darum kümmern. Mit Transparency, mit Lobby-Control. Es tut sich auch an der Stelle unheimlich viel, weil man zunehmend auch gesellschaftlich erkennt, wieder vor 20 Jahren waren Schmähgelder noch von der Steuer absetzbar. Man erkennt, dass man das gesellschaftlich nicht will. Aber auch da sage ich mal ehrlicherweise dazu, das Pendel kann auch wieder in die andere Richtung ausschlagen. Deswegen müssen wir da wachsam bleiben. Wir müssten eigentlich noch weiter in Richtung Transparenz und aufpassen, dass das Pendel zumindest nicht zurückschlägt, weil die Gefahr ist auch real da. Es gibt genug Kräfte, also zum Beispiel eins, was ja auch immer noch, deswegen sage ich auch immer so, offensiv Beraterverträge sind tendenziell die Tarnkappe der Korruption, weil sie einen Berufsstand haben in diesen wunderbaren Parlamenten, der braucht sich gar nicht rechtfertigen. Das ist so cool. Rechtsanwalt. Als Rechtsanwalt haben sie das Mandatsgeheimnis. Ja? Und wenn sie als Rechtsanwalt eine anwaltliche Beratung machen, zum Beispiel in einem Gesetzgebungsprozess, dann gilt das Mandantengeheimnis. Das heißt, er läuft als Lobbyist da rein und raus, ja, und sagt gar nicht für wen. Das ist doch absurd. Der verdient möglicherweise als Abgeordneter mit seinen Nebentätigkeiten das Dreifache von dem, was er als Abgeordneter hat. Wo liegen denn dann die Loyalitäten? Von mir aus soll er 10 Bücher schreiben zu allen möglichen Themen und das Dreifache von dem als Abgeordneter. Bitte. Ja? Aber im Dienst möglicherweise nur einer einzigen Firma als Anwalt zu stehen, was wir alles nicht wissen, weil es ja einfach nur geheim gehalten wird. Mandatsgeheimnis. Also das ist schon absurd. Und es gibt welche, die sich daraus wirklich ein Geschäftsmodell geschmückt haben, die wirklich als Rechtsanwalt gar nicht mehr anwaltlich in dem Sinne, wie ich es verstehe, tätig werden. Wo ich auch ganz ehrlich sage, ich finde das auch völlig daneben, weil es damit eigentlich auch eine, auch zum Beispiel umsatzsteuerrechtlich, eine ganz klare eine Beratungstätigkeit im Sinne von Lobbyismus ist. Und damit auch mit 19% Umsatzsteuer belegt werden müsste. Also es hat auch nichts mehr mit den Privilegien eines Anwalts zu tun. Aber das sind Diskussionen, da brauchen wir, glaube ich, noch ein paar Bretter. Dafür sitzen zu viele Anwälte im Bundestag. Wie sagt man, nennt sich das Eichhörnchen? Deswegen lasse ich auch nicht locker, auch zu diesen Themen mich immer wieder zu rotzen. Bis mir die Anwälte auf den Hals geheizt werden. Nein, das halte ich auch immer so ein bisschen. Ich muss leidensfähig sein. Genau. Das war mal. Mal so eine, also das heißt, es war mal die Kamera läuft. Ja, Sie sind ja jetzt also in einem Thema, das sehr interessant ist, ja, und Sie recherchieren da viel und veröffentlichen da auch viel. Sind Sie da öfters auch mal mit rum? Nee, weil es ist. Also werden Sie da auch öfters mal mit rum belastet? Also im Bereich der weißen Kragentäter, also Korruption, extrem. Es gibt andere Felder, in denen ich mich bewege, wo es tatsächlich viel gefährlicher ist. Also es ist Bereich Rechtsextremismus, Salafismus. Also ich habe in weiten Teilen auch konspirative Arbeitsweisen. Ich bin aus Köln,
berichte für bundesweite Medien aus und über Köln. Und wir haben in Köln ein Amt, das Bundesamt für Verfassungsschutz, wo sich der Präsident immer schenkelklopfend freut, wenn ich berichte. Das ist in der Regel nichts Schönes. Und da muss man sich in gewisser Weise konspirativ verhalten. Und in anderen Bereichen, also wenn ich zu rechtsextremen Demonstrationen gehe, kann ich in der Regel davon ausgehen, dass ich von der Bühne aus begrüßt werde, was in einer solchen Situation nicht schön ist. Weil dann werden sie erkannt. Ich habe jetzt ohnehin auch eine hohe Präsenz, insofern, ja, das hat auch in den vergangenen Monaten, anderthalb Jahren, hat das zugenommen. Durch die zusätzliche Präsenz, aber durch auch etwas, was wir als Journalistinnen und Journalisten in solchen Demonstrationsgeschehen feststellen. Deswegen haben wir auch einen Blog aufgesetzt, augenzeugen.info, wo wir Gewaltübergriffe auf Journalistinnen und Journalisten, vor allem bei rechtsextremen Demonstrationen, dokumentieren. Die Polizei schaut da nämlich gerne weg. Jetzt bin ich im Polizeibereich ganz gut vernetzt. Also ich würde mal tendenziell sagen, ich lebe nicht wirklich gefährlich. Ich war in den letzten Monaten bis drei Tage vor dem Putschversuch noch in der Türkei und im Oktober jetzt auch nochmal. Also ich habe nicht wirklich Angst. Ich pollere solche Dinge aber immer ab. Also entweder mache ich es wirklich konspirativ oder ich mache es ganz offen und dann aber auch sowas ist sehr gut abgesichert. Weil sowas, und dann ist letzten Endes auch da sind wir wieder ein Thema von Transparenz. Die härteste Waffe ist dann die Öffentlichkeit. Und zwar eine breite. Ja, und in solchen Situationen, also ich hätte mich gewundert, was dann für ein Feuerwerk abgebrannt wäre. Das wäre wirklich, ja. Bei Ihren Kollegen in der Türkei nutzt das im Moment wenig. Nein. Die Frage habe ich denen auch gestellt. Und die sagen mir, wir ziehen ja auch zwischendurch immer mal wieder einzelne Fälle hoch. Ich bin mittlerweile sehr gut vernetzt dort. Das hat bei mir eine Historie, weil ich vor anderthalb Jahren in einem Projekt der Europäischen Kommission als Experte in der Türkei war. Diese sogenannten Twinning-Projekte im Zusammenhang mit dem Beitrittsprozess bin üblicherweise ausschließlich von Beamten gemacht. Und im Bereich Justiz und Medien war das, ich habe einen gewissen Hang zum Bereich eben Polizei und Justiz habe, bin ich da in den Fokus geraten, daran teilzunehmen. Und es gibt jetzt in Deutschland halt keine verbeamteten Journalisten. Und deswegen hat man da eine Ausnahme gemacht, noch aus den Niederlanden einen Journalisten und eben mich dort mitgenommen. Und deswegen habe ich mich sehr mit dem türkischen auch Medien- und auch Justizsystem beschäftigt. Ich war eine Woche im Justizministerium in Ankara. Und deswegen habe ich da so einen besonderen Schwerpunkt. Ich mache bei uns im Verband eigentlich nicht das Internationale, das macht ein Kollege. Aber da habe ich eben gesagt, ja, den Schwerpunkt mache ich. Und die Kolleginnen und Kollegen in der Türkei sagen mir immer wieder, also wenn es euch nicht gäbe, wenn es nicht die internationale Öffentlichkeit auch gäbe, dann wird es hier noch schlimmer laufen. Und die Fälle, die wir aufgreifen, das sehen wir ja auch sehr deutlich. Hatice Gama zum Beispiel, die am vorvergangenen Wochenende festgenommen worden ist. Wissen Sie, das ist dann auch mal so der kleine Blick in mein Privatleben. Das ist dann halt mal samstags abends. Und dann sind sie den ganzen Samstagabend und den ganzen Sonntag damit beschäftigt, erstmal mit der Deutschen Presseagentur zu sprechen, dann mit AfD, also auch vom Press zu sprechen, sich mit politischen Kreisen, mit, hier, sie haben auch für den Westdeutschen Rundfunk gearbeitet, mit dort mit Menschen, die sie kennen, in Verbindung zu setzen. Und vieles davon macht man auch nicht öffentlich, aber man begleitet das Ganze mit öffentlichen Statements. Und sowas wird spätestens in der türkischen Botschaft sehr zur Kenntnis genommen. Und hilft es? Und in dem Fall hat es ganz konkret geholfen. In dem Fall, wobei das war, die hat für BBC, WDR gearbeitet, die haben sich beide eingesetzt, wir haben uns eingesetzt, Reporter ohne Grenzen hat sich eingesetzt. Also es war eine konzertierte Aktion, da muss ich aber ganz ehrlich sagen, auch unsere Bundesregierung an der Stelle, die machen einen richtig guten Job. Weil das kann man, die können nicht so in die Öffentlichkeit gehen. Die machen aber hinter den Kulissen sehr viel. Und ja, ich bin der dann halt in die Öffentlichkeit geht, der dann auch mal zugespitzt und böse in die Öffentlichkeit geht. Zwar immer diplomatisch, aber schon sehr deutlich. Wobei auch dazu gehört, ich hatte letztens eine Gruppe der Adenauer Stiftung in Berlin zu Gast, türkische Journalistinnen und Journalisten.
aus allen Lagern. Grünanhänger, Kurden, AKP-Leute. Richtig stramme AKP-Leute. Ja. Das ist heftig. Aber kurz nochmal zurück zum Thema Bedrohung. Es gibt noch eine ganz andere Bedrohung. Und das ist die juristische Bedrohung. Also Sie haben beispielsweise in Köln, wenn Sie gegen das Bankhaus Oppenheim recherchiert haben, das es ja in der Form nicht mehr gibt, wenn Sie Rechercheanfragen gestellt haben, haben Sie aufgrund alleine dieser Anfragen eine sogenannte Unterlassungsverpflichtungserklärung erhalten. Das sind üblicherweise Erklärungen, die Sie gegenüber einem Anwalt abgeben, in dem Moment, wo Sie etwas Falsches behauptet haben in der Öffentlichkeit, also berichtet haben. Und die haben das schon im Rahmen der Recherche gemacht. Und wenn Sie da keine Ahnung von haben, dann wird es schwierig. Und viele Häuser beschäftigen freie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und viele Häuser kümmern sich um die nicht mehr so richtig, weswegen der investigative Journalismus in manchen Häusern halt ausstirbt. Ich kann immer nur empfehlen, solche Recherchen nur in Kooperation mit Häusern zu machen, die ein Justizariat haben und die einen auch beraten, die auch zu einem stehen in solchen Situationen. Ich hatte mehrere solcher Situationen. Wenn Sie das erste Mal, üblicherweise werden solche Dinge freitags nachmittags zugestellt und Sie müssen bis montags mittags müssen Sie sich erklären und mit einer horrenden Kostennote und so, das ist als freier Journalist nicht wirklich witzig. Und am Anfang haben Sie Angst, hatte ich auch. Ja, mittlerweile bin ich ja ziemlich abgeholt. Ich finde das eher witzig. Aber ja, trotzdem, Sie können auch irgendwann einen Fehler gemacht haben und dann haben Sie plötzlich einen riesen Kostenapparat am Hals und so toll zahlen Medien auch nicht, dass sich das lohnt. So, und zweitens, jetzt kommt der Werbeteil. Gewerkschaft. Sie haben halt Rechtsschutz bei einer Gewerkschaft. Und wir als Deutscher Journalistenverband, wir leisten halt Rechtsschutz, was auch nicht heißt, man kann alles machen, sondern Sie müssen schon auch nachweisen, dass Sie nach den berufsethischen, nach den handwerklichen Regeln gearbeitet haben. Ja, wie bei der Rechtsschutzversicherung. Kann jetzt auch nicht irgendjemandem hier fröhlich eins in die Nase hauen und mir da bei der Rechtsschutzversicherung später nicht rausbauen lassen. So läuft das Spielchen nicht. Aber wer dort anständig arbeitet, der hat also für diesen Berufsbereich über die Gewerkschaft eben auch ein starkes Team. Also sowohl was die effektive juristische Vertretung angeht, als auch was schlicht und einfach nur die Beratung und die Vernetzung angeht. Ja, auch solche Menschen wie mich, Sie können sich vorstellen, wenn mich jetzt irgendein Kollege irgendwo anspricht und sagt, hör mal, ich habe da was, schätzen und einschätzen lernen. Ich kenne den Typen nicht, ich weiß nicht, woher der kommt, keine Ahnung. Wir organisieren nochmal 34.000. Verdammt viele. Ausschließlich hauptberufliche Journalistinnen und Journalisten. Ich kann mich darauf verlassen, wenn jemand sozusagen mit dem Qualitätssiegel DJV-Mitglied kommt. Das ist tendenziell, es gibt alles überall, aber tendenziell ist das jemand, auf den ich mich verlassen kann. So, und da kann man sich dann auch austauschen und deswegen finde ich das auch so gut und sinnvoll, sich in diesem Bereich so zu engagieren, dass ich heute, hätte ich in meinem Leben auch nicht, bin seit meinem 18. Lebensjahr im DJV, sich irgendwann mal das dann auch sehr medienpräsente oberste Gesicht davon sein würde, hätte ich mir auch nicht erträumt. Mhm. Vorgestern, wenn Sie es sich noch angucken möchten, die ZDF-Dokumentation von Frontal 21 zur Silvesternacht, da durfte ich mich dann auch äußern, die ist in der Mediathek noch verfügbar, bis Dienstag nächster Woche ist er ausgestrahlt worden. ZDF am 6. Dezember, 6. Dezember, was war das? Das war der Dienstag, ne? Ja. 6. Dezember ist es ausgestrahlt worden. Man kann es also noch bis nächsten Dienstag, 7 Tage, kann man sich das noch anschauen. Und das ist heute eben auch mein Alltag, mich zu solchen Dingen immer wieder zu äußern. Und ich bin jetzt am Samstag bei WDR 5 im Medienmagazin, am Mittwoch nächster Woche im Deutschlandfunk, Corso, Kultur nach 3. Das sind die Sachen, die schon feststehen. Die meisten Sachen kommen aktuell. Spontan, ne? Gut, das war noch, Entschuldigung, ich bin abgeschweift. Der Moderator kann hier mal reingrätschen. Nein, was ist denn das für ein Gast, der hier einfach erzählen kann? Was soll das denn? Der soll mal vor sich hinlabern. Nee, das ist genau das, was uns interessiert hier eigentlich. Das ist das Nächste. So, jetzt noch ein paar Fragen. 20:53 Uhr. Um 21:27 Uhr geht meine S-Bahn Abholen. Insofern jetzt. Ja, Pause. Wichtige Fragen jetzt noch stellen. Ja, sonst gehe ich da ja noch rauchen. Also jetzt. Nein, das war jetzt nee. Fein. Also, ja, fragen Sie mal. Habe ich eine Randbemerkung? Ja. So, ich habe ein Beispiel vorhin mit dem 50-Mark-Schein oder 50-Euro-Schein im Führerschein. Ja. Also, wenn Sie in Kuba sind und Auto fahren, ja. Da lohnt sich schon und empfiehlt sich auch, da gibt es einen Geldschein im Führerschein zu haben, weil
Das ist eigentlich das Grundeinkommen der Polizisten dort. Ja, das war auch ein anderes System. Das ist ein ganz anderes System. Ja, das war ein anderes System. Natürlich. Und da haben natürlich, Sie hatten es angesprochen, glaube ich, das ist natürlich ein Riesenproblem. Wenn Sie als Mittelständler solche Corsini herstellen und die nach Kuba exportieren wollen, ja, lassen Sie es sein. Wenn Sie ehrlich sein wollen, lassen Sie es sein. Ja. Der wird schon durch den Zoll nicht durchkommen. Mhm. Ja, ohne Backschisch? Nee, ja. Kuba heißt garantiert nicht Backschisch. Auf der anderen Seite, wir haben sehr unterschiedliche Systeme. Also es, in China heißt es das Guangxi-Prinzip. In arabischen Ländern, sie kommen an niemanden ran, wenn sie nicht jemanden haben, der sie empfiehlt. Ja, sie brauchen einen Stringer, sie brauchen jemanden, der sie empfiehlt. Ansonsten überall in Afrika. Dann warst du dran. Dort ja, gut, aber da geht es tatsächlich so, also um Altersgeschichten. Also, ich hatte es mal gehabt, ich war in Bethlehem für eine Reportage und hatte mit den Johanniter. Johanniter aus Köln hatten dort ein Krankenhaus gebaut, das war zum Jahr 2000, also 1999, zu den großen Feierlichkeiten. In Bethlehem haben wir ein Krankenhaus dort errichtet. Und dann sollte es einen Termin geben, es gab einen Termin bei Arafat, das war sehr vorbereitet, deswegen war das kein Problem. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich ärgere mich heute noch. Ich habe da fotografiert und gefilmt und irgendwann sagten die, willst du nicht von dir auch mal ein Foto haben? Und das war noch die Zeit, wo ich nicht so die Rampensau war, wo ich ja gesagt habe, ich bin hier nur der Fotograf. Nee, ist schon gut. Man hält sich ja zurück. Sehr schön. Ich habe eine andere Rolle. Ja, natürlich. Aber ich habe die Rolle damals sehr, sehr, sehr eng gesehen. Und heute ärgere ich mich so ein bisschen, weil war schon eine schöne, interessante Gelegenheit, ja, die auch jetzt nicht mehr nachzuholen ist. Ja, ich stelle mich jetzt irgendwie jeden Abend vor einen Arafat-Poster und versuche mich zu fotografieren. Selfie-Stick, aber ist richtig. Bringt uns auch nicht richtig weiter. Aber so, und dann waren wir beim Bürgermeister. Also wie gesagt, Arafat, das war natürlich auch offiziell organisiert und gesetzt. Okay, habe auch ein bisschen mit dem geplaudert und so, das war alles ganz nett. Beim Bürgermeister, keine Chance. Ich durfte nicht mit dem Bürgermeister. Doch, wir hatten ja einen allgemeinen Termin, ja, ich habe meine Fotos gemacht, aber ich durfte nicht mit dem reden. So, und dann kam irgendwie einer, der diente sich an, mir dann Kontakt zu machen. Ich dachte, da war es ja, was geht's noch? Und an der Stelle, nochmal, wo ich auf der einen Seite die Rolle des Journalisten gelebt habe, ja, ein bisschen zurückgenommen und ich bin hier nur derjenige, der dokumentiert, ich spiele hier keine Rolle. Auf der anderen Seite schon gesagt, aber das Dokumentieren, das ist professionell, das mache ich. Mhm. Ja? Und wenn ich hier mit dem Bürgermeister sprechen will, spreche ich mit dem Bürgermeister. Ja? Ich habe mich letztens, dann in der anderen Rolle, stellt man sich eben mal Martin Schulz mal mitten in den Weg, wenn man mit dem reden will. Ich bin die Sicherheitsdeutsche nicht ganz so witzig, aber löst sich ja relativ schnell auf. So, das muss man dann auch irgendwann tun, auch als Journalist. Ja? Ich habe auch die ganz schwierigen Leute zum Teil vor der Kamera gehabt. Also ne? Wolfgang Clement zum Beispiel. Ja, gucken Sie mal bei YouTube, gehen Sie Wolfgang Clement Monitor und beschimpfen ein. Super geil. Also, ja, toll. Wolfgang Clement war dafür bekannt, davon gab es einige. Also, na, aber wenn Sie den Bürgermeister mit sowas kommen Sie da auch überhaupt nicht weiter. Sie müssen eben so jemanden haben. Und so gibt es auf der ganzen Welt verschiedene Systeme. Wie gesagt, dieses Freundschafts- und Empfehlungssystem, Guangxi-Prinzip in China, dieses Stringer-System, dieses Empfehlungssystem in der arabischen Welt. Ja, aber da habe ich eine ganz kurze Zwischenfrage. Läuft denn dieses System darüber, dass man jetzt die Person kennt und von dieser Person empfohlen wird? Oder läuft es auch darüber, dass in irgendeiner Form dann Gefälligkeiten ausgetauscht werden, damit man weiter empfohlen wird? Auch da wieder die Vorratskontaktespeicherung. Das heißt, also in dem Moment, wo der Ihnen den Kontakt zum Bürgermeister gemacht hat, ist aber auch klar, wenn jetzt der Hausmeister kommt, nein, wenn jetzt einer. Der Fraktionsvorsitzende oder der Bürgermeister, der nach unten auf der Ebene. Ja, wir gehen jetzt einfach mal, wenn jetzt Jerusalem oder wo Sie waren, wo Sie jetzt den Bürgermeister sprechen, Bethlehem, Entschuldigung. Ja. Also da den Bürgermeister sprechen wollten oder mit ihm sprechen wollten, haben Sie jetzt. Machen wir den Stringer den Kontakt? Ja, genau. Der und dann kommt der Stringer. Ja, doch. Meine ich doch. Also erstmal formal erwarten wir nichts dafür. Ja, warte. Weil er natürlich auch erstmal auch abprüft, was sind Sie für einer und kann der für den Bürgermeister interessant sein und so, weil der Bürgermeister verlässt sich ja auch drauf. Ja, insofern bringt Ihnen das schon mal alleine was.
Er hat jetzt den spannenden deutschen Journalisten von der ARD dahin gebracht. Mhm. Nicht ich erkläre das, sondern er erklärt das. Das ist höflicher. Mhm. Gleichzeitig kommt er dann anschließend und sagt, hör mal, der Bürgermeister der Nachbargemeinde, der wohnt hier direkt um die Ecke. Den musst du auch mal kennenlernen. Den kann man nicht. Mhm. Um die Ecke ist dann 30 Kilometer, ne? Landstraße, also Piste. Aber ja, das ist ja, ne? Beziehungsweise, nee, in dem konkreten Fall weiß ich es sogar noch. Stimmt. Es gab irgendwie so eine. Wobei das waren, ganz ehrlich, es waren unterm Strich dann sogar richtig gute Bilder. Ich habe auch ein Video gemacht. Und es gab irgendwie so eine Kunsthandwerk-Geschichte. Man wird dann irgendwann zynisch. Ich war auch lange Polizeireporter. Ja, und bei bestimmten Dingen, man wird zynisch. Ja, das waren irgendwie so kitschige Engel, die da gemacht haben. Ja, irgendwie so, ne? So eine Art Laubsäge arbeiten oder so, keine Ahnung. Und da hat er mich hingeschleppt. Eigentlich war ich dankbar. Weil sie wollen nicht die ganze Zeit nur Bürgermeister, Krankenhaus, Bürgermeister, oh, Gebetskirche, Geburtskirche. Heißt. Da will kein Mensch sehen. Sie brauchen Menschen, sie brauchen so. Und das war total cool. Weil ich eben da auch an die Künstler und so rankam. Und er hat mir dann noch einen besorgt, der übersetzt und so. Das war richtig. Und es waren tolle Bilder. Fernsehen lebt von Bildern. Ja. Nochmal, nur Kirche, Krankenhaus, Bürgermeister, den Film will kein Mensch sehen. Dann irgendwie noch schönes Essen im Restaurant, noch diese Kunstwerkstätten und so. Das sind tolle Bilder. Das zieht dann richtig rein. So, und insofern war ich ihm unglaublich dankbar, aber natürlich hat er da bei den Kunsthandwerkern die rausgesucht, die er irgendwie wieder kennt. Ja, klar. Ja, das ist dann, ja, aber da ist das ganze gesellschaftliche System ja, drauf. Ja, dieses Empfehlungssystem. Ja, und da kann man sich natürlich bis zu einem gewissen Grad verweigern, aber nur bis zu einem gewissen Grad. Deswegen, sagen wir, diese graue Pyramide, die Grauschattierung, die ändert sich auch mit der Region und mit dem System. Ja, die Pyramide ist ja schön. Die lässt sich aber globalisieren. Ja, aber niemand hat für den Gesamtkomplex von der situativen Kooperation übers Netzwerk bis zur Korruption den gleichen Begriff. Das können nur wir Kölner. No, die Bayern auch. Ein Lob für Köln. Ja, die Bayern auch. Da gibt es so eine graue Dings von oben bis unten. Das ist halt das Spezi-Wirtschaft. Spezi, genau. Und das macht man schon. Ja, aber ich kann also sagen, mal so ein negatives Beispiel der Zeit. Ich war also im Wirtschaftsunternehmen tätig. Ja, Quarzglas produziert. Weltweit Bestes, ganz klar. Und haben das auch weltweit verkauft und ein großer potenzieller Kunde saß also in Ungarn. Und das lief dann so. Ne? Der hatte also auch so einen Door-Opener, mit dem musste man sich erstmal gutstellen, dass sie überhaupt bereit war, dem Einkaufschef zu sagen, dass der jemand ist. Genau. Das hat er dann gesagt. Sehr erfolgreich habe ich das gemacht. Und er will sie auch gerne empfangen, aber vorher müssen sie $5,000 auf ein Wiederkonto überweisen. Auch so läuft es. Was machst du dann? Das ist dann Abschätzung, wie hoch ist der potenzielle Umsatz, wie hoch ist der potenzielle Gewinn. Aber da merken Sie, es ist doch schön, wenn man was lernt. Kosten-Nutzen-Abwägung. Aber das ist Kosten-Nutzen-Abwägung. Das gehört einfach dazu in deutschen Bereich. Das ist schon ein bisschen was Grundmenschliches. Mit allen Auswüchsen, die es gibt, positive wie auch negative. Und das wird sich nie ausmerzen lassen. Und das Mafia-System ist ja sowas Ähnliches. So ist etwas Straff. Wir haben ja den Menschen, wie gesagt, selbst das Morden nicht abgewöhnt. Und es gibt deviantes, also abweichendes Verhalten, wird es immer geben. Immer. Und wir können nur versuchen, es zu begrenzen. Man soll sich auch nicht schämen, wenn man also ich habe es in Arabien immer erlebt, die wollen die Gesicht bewahren und das ist eine Gastfreundschaft, dann gibt man denen das Geld als Act for the Children, für die Kinder. Und dann ist alles in Ordnung. Da hat sich Gesicht gewahrt und man hat nicht bestochen, hat man sich nicht hingegeben. Egal, ob der Kinder hat oder nicht, hat er wahrscheinlich. Meistens, ja. Und das ist in der ganzen Welt zu machen.
Wobei, also ganz ehrlich, dieses Konzept, läuft die Kamera eigentlich noch? Ja, ne? Die läuft noch. Ja, aber manchmal. Dieses Konzept, ich denke gerade so innerlich drüber nach, ob ich das Beispiel jetzt nenne oder nicht, aber derjenige könnte möglicherweise sonst sich nicht freuen, wenn das öffentlich wird. Dieses Konzept. Wollen wir auch schreiben? Nein, ich umschreibe es. Dieses Konzept mit Arabern oder arabischstämmigen Menschen auch in kontroversen Situationen zu verhandeln. Ja. Ich muss ehrlich sagen, dass ich das wirklich mittlerweile genieße. Weil im Berufsleben können Ihnen genau solche Leute auch heute begegnen. Ja. Und ich finde, dieses ohne Gesichtsverlust mit einem Kompromiss aus einem Streit rauszugehen, ja, es hat schon was Kölsches. Und das mag ich sehr. Und Menschen, die mir zum Teil begegnen, in einer absoluten Anti-Haltung. Ich meine, ich bin so ein böser Gewerkschafter. Ne? Das gefällt nicht jedem. Und wo man dann, der Unternehmer an sich freut sich jetzt nicht wie Bolle, wenn ein Gewerkschafter zur Tür reinkommt. Also das ist erstmal, und man weiß ja auch nicht, wie der tickt. So, und ich habe mehrere Erfahrungen jetzt gemacht, tatsächlich oder nur gedacht, arabischstämmigen Menschen, wo man tatsächlich dann irgendwann rauskommt, wie gesagt, es hat sehr viele Ähnlichkeiten zum Kölschen auch. Ja. Wir sagen immer, man muss anschließend noch einen Kölsch zusammentrinken können. Oder Flüchtlinge freuen. Ja, man muss anschließend noch einen Kölsch zusammentrinken können. Ja. Und man darf und muss sich auch in einer Demokratie in der Sache hart streiten. Das ist sehr angenehm, wenn beide Seiten im Rahmen des Kompromisses ohne Gesichtsverlust rauskommen können. Und das, da schließt sich der Kreis wieder zu dem, was ich in Bedürfnissen des anderen Denken genannt habe. Das ist durchaus ein menschlicher und liebenswerter, lebenswerter Wesenszug. Sollte man auch insofern nicht vergessen. Hoffe ich auch an der Stelle so ein bisschen ein Gefühl dafür erzeugt zu haben, dass man auch in Korruptionsbeziehungen reinkommen kann, wenn man es eigentlich nur gut meint, weil man eben diese Rechtfertigungsfolie für sich fortsetzt, illegitim, ja sogar illegal fortsetzt. Aber es ist unglaublich wichtig, sich das bewusst zu machen, weil, wie gesagt, dafür habe ich zu viel Sozialarbeiter und Sozialpädagogen ausgebildet. Wir müssen einfach auch versuchen, Deviante, also Täterinnen und Täter, zu verstehen, um strukturell was zu ändern und eben auch solchen Menschen zu helfen. Wir werden strukturell nichts verstehen, nichts verändern, wenn wir sie nicht versuchen, sie zu verstehen. Und das ist eben Aufgabe von Soziologie, die sich manchmal der Psychologie, der Wirtschaftswissenschaft bedient, aber ich bin eben nun mal aus diesem Bereich, die sich grundsätzlich fragen, und das finde ich einfach spannend, was heißt das gesellschaftlich, also das, was heißt das für unsere Struktur? Damit beschäftige ich mich und Sie merken schon, dass ich so langsam nicht zum Schluss moderiere, weil ich gleich langsam zur S-Bahn muss. Sie kommen wieder. Wenn Sie mich nochmal einladen, gerne. Vielleicht ja zum Thema Verbote. Ja, sehr gerne. Ja. Ja, tolles Thema. Vielleicht noch eine Schattenseite. Eine Möglichkeit. Wir haben jetzt sehr viel gesprochen über Management bei Klüngel, sage ich mal. Sehr sympathisch, sehr menschlich und umständlich auch produktiv. Aber es gibt ja auch die Management bei Vier. Bei nackter Angst. Angst. Und ich habe jetzt neulich einen Film gesehen von CNN. Sowas habe ich in Deutschland überhaupt noch nicht gehört. Da wurde der Herr Ferdinand Piëch aufs Korn genommen. Der bei der Kokis-Affäre, wo er einen General Manager angeheuert hat, General Motors Manager, der Geheimnisse von Opel, wofür dann als Herr Piëch ertappt wurde, musste 100 Millionen zahlen und für 1 Milliarde General Motors Teile ankaufen. Also da wurde und eine ganze Reihe. Der Mann, eigentlich sagten die, ihr Deutschen kriegt Brühe für ein österreichisches Unternehmen. VW ist ja ein mehrheitlich österreichisches Unternehmen, die Familie Porte Piëch. Und die kriminelle Energie von Herrn Piëch, der hat sich wahrscheinlich abgedichtet. In deutschen Medien wird er überhaupt nicht angegriffen, nicht erwähnt. Wahrscheinlich hat jeder Angst vor juristischen Konsequenzen. Er hat das so dicht gemacht, dass er sich zurückgezogen hat. Aber dieser CNN-Beitrag hat einfach entlarvt, dass Piëch jede Schraube, der hat ja
also nicht promoviert, aber seine Technische Hochschule, ein hochbegabter Techniker. Aber der hat durch Angst regiert. Die hatten alle Angst vor ihm und der hat wahrscheinlich, also mit Sicherheit, diese Abgasskandal, für das Deutschland jetzt gegründet hat, VW sowieso, jetzt in Europa, das hat der Herr Piech zu verantworten. Also erstens, es gibt Professoren im exaktischen Bereich, die sich in der Autobranche, ich komme gerade nicht auf den Namen, es gibt da einen, der immer durch die Gegend tingelt und der sehr kenntnisreich ist, vielleicht laden Sie den mal ein, wenn Sie so autoaffin sind und autobranchenaffin sind, da bin ich der Falsche. Zweitens, Sie merken schon, also wie gesagt, der typische Kölner erzählt Ihnen alles über alles, ob das stimmt oder nicht, ist völlig egal. Ja, vielleicht noch ganz kurz eine Anekdote, also im Wissenschaftsbereich haben Sie relativ häufig dieses Ding, dass Sie Ihnen sagen, ja, Sie sind sicherlich bekannt wie Meyer Grönefeld, schon Anfang der 70er. Ja. Meyer Grönefeld ist Ihr Begriff. Ne? Meyer der berühmte Ansatz von Meyer Grönefeld, also Meyer Grönefeld muss er noch kennen. Ne? So, und ich stelle mich dann in der Tat regelmäßig dahin hin, wo ich auch so, Entschuldigung, so innerlich zu mir selbst, verdammt nochmal, du kommst aus sehr einfachen Verhältnissen. In deiner gesamten Verwandtschaft hat kein Mensch studiert. Ja? Du brauchst dir wirklich hier nichts vorzumachen, du bist relativ weit gekommen. Ja, und wenn du den Ansatz von Meyer Grönefeld nicht kennst, dann ist das eben so. So, Sie können da zum Teil Kolleginnen und Kollegen, also auch wirklich sehr prominente Kolleginnen und Kollegen, zum Wahnsinn treiben. Sie sagen, nö, Entschuldigung, genau. Ist mir gerade nicht präsent. Können Sie gerade noch kurz erläutern? Können wir etwas näher erläutern, genau. Die witzigste. Ich habe mir grundsätzlich angewöhnt, ich habe zum Beispiel ein riesengroßes Problem mit dem Namen zu merken. Ich merke mir Gesichter, ich merke mir Situationen, aber ich merke mir zum Teil Namen nicht. Was einfach auch daran liegt, dass ich seit frühester Jugend mit unglaublich vielen Menschen zu tun hatte und ich komme so viel rum, das ist einfach, das geht einfach nicht. Geht in diesem Kopf ist viel anderes, aber das ist einfach an der Stelle nicht vorhanden. Ich mag dieses Spielchen nicht mitspielen. Also, ist klar, und Ihnen jetzt einen vom Pferd erzählen. Ich habe keine Ahnung von VW und Piech. Insofern kann ich das nicht beurteilen. Nochmal, dafür gibt es Experten, vielleicht mal einladen. Management bei Angst, in der Tat. Ich meine, ich bin Gewerkschafter, wie erzählen Sie das? Wenn du nicht spurst, bist du draußen. Ja, riesengroßes Problem, zuweilen auch im Journalismus, aber das ist ein eigener Art. Überall, ja. Auch im Privaten, überall. Das ist auch in der Politik so. Jetzt verstehen Sie vielleicht, warum ich freier Journalist immer war und mir nur unter sehr, sehr engen Bedingungen vorstellen kann, festangestellt zu sein und die grundgesetzliche Garantie der Freiheiten als Professor war bisher das Einzige, was ich für mich akzeptieren konnte. Übrigens, ich bin an einer privaten Hochschule und irgendwann hieß es, das ist kein Gegenstand mehr der akademischen Mitbestimmung, Herr Überall. Nö, ist ja kein Problem, warum nicht? Ja, wir sind ja eine GmbH. Aha, GmbH im Sinne von Betrieb. Ja. Hier gilt ja hier das Betriebsverfassungsgesetz. Seit 2 Jahren bin ich Betriebsratsvorsitzender. Und ganz ehrlich, die Geschäftsführung und die Mitarbeiter, wir sind mittlerweile gegenseitig froh, dass wir das haben. Wirklich. Man kann durch Betriebsrat auch sehr konstruktiv machen. Genau. Und man kann auch Problemfälle gemeinsam richtig gut lösen, weil im Betriebsverfassungsgesetz steht auch. Da stehen viele Bösartigkeiten gegen Arbeitgeber, die sich schlecht verhalten. Aber da steht auch, dass es auch für den Betriebsrat darum gehen muss, das Beste für das Unternehmen rauszuholen. Ja. Weil sonst gibt es das Unternehmen nicht und dann gibt es uns auch als Mitarbeiter nicht mehr. Das ist mein Stil. Darauf habe ich Lust. Das kann auch manchmal konfrontativ sein. Also wenn ich merke, dass es dann im System der Angst geht, dann werde ich sauer. Wenn ich sauer werde, ist schlecht. Gut für Sie. 21, 27. Insofern muss ich jetzt in der Tat... Ja, ich mache mal ganz kurz. Vielen Dank.